Ich hoffe, es ist weg. Das Viech. Oh, natürlich muss ich auch da lang, wo es lang gegangen ist. Oh, wie überraschend. Ja, ich bin auch wach, Tommy. Schön. Es hat keine Jumpscares, sagte sie. Ich habe keine Ahnung. Warum ist das wieder so? Was ist denn los? Warum? Warum ist wieder der Herzschlag irgendwie so? Irgendwas mit dem eigentlich los? Hab ich ihn versteinert? Ich nehme jetzt die andere Fackel hier. So, habe ich eine neue Fackel. Okay. Da kann ich nichts machen. Dann lesen wir die Notiz. Ich habe keine Ahnung, warum gerade hier der Herzschlag so erhöht ist. Aliona, Part 5. Letzte Nacht kamen sie, als ich gestorben habe. Ich war sicher, ich hätte die Tür verschlossen, aber ich muss es vergessen haben. So ein kleiner Fehler. Wenn Vater kommt, wird er sie umbringen. Ich habe es denen gesagt, aber sie haben gelacht. Warum haben sie gelacht? Es hat mehr wehgetan als alles andere. Die Knochen singen zu mir. Ja, jetzt. Okay, es hat mir geholfen, nachdem sie weg waren. Ich habe einfach dort gelegen und zugehört für Stunden. Okay, das wollte ich gar nicht machen. Ich kann mir schon denken, was da passiert ist. Oh, cool. Warst du das? Warst du so ein Scheiß-Typ? Nicht cool. Jetzt hat sich der Herzschlag wieder beruhigt. Okay. Katakomben, ja, wer mag sie denn nicht, Michael? Wie groß die Augen waren, nein! Und cool. Du könntest dir mein Gesicht den ganzen Abend anschauen, ich glaube nicht. Oh Mann. Ich will gar nicht wissen, wie doof ich gucke die ganze Zeit. Reicht mir schon, dass David mal so eine Zusammenstellung davon gemacht hat. Er ist heute ja leider nicht dabei. Hat mir mal so eine Zusammenstellung gemacht von meinem Gesicht. Das war... ja, lustig. Ja, Katakomben. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich Katakomben mag. Ich glaube nicht. Aus Gründen. Ey, von hier komme ich doch. Hä? Wo soll ich denn hin? Okay. Da konnte ich nicht lang. Habe ich was übersehen? Bin ich wieder zurückgelaufen? Moment. Ich gehe jetzt nochmal hier hin. So, ich bin ja hier lang gegangen. Hier ist in einem Raum drin gewesen. Und dann... so, da kann ich nicht lang. Also kann ich nur hier lang. Moment, da muss ich jetzt lang, ne? Da muss ich, glaube ich, lang. So, und hier war ich noch nicht. So. Mal schön Feuer. Mehr Licht. Rein in den Fuchsbau. Oh nein. Du Faces of Jade. Oh Mann. Der Film war erbärmlich. Welcher Film? Ja.
Ja, ich vergesse leider den Chat. Nein, ich vergesse den Chat leider nicht, aber es ist schwierig, so ein Horrorspiel zu spielen und alles mitzulesen, was ihr schreibt. Aber was denn für ein Film? Was habe ich denn verpasst? So, Aliona, Part 6 von 8. Der Bone Song, der Knochen Song, ist in mir. Also, ich habe ihn verinnerlicht. Die Melodie vibriert unter meiner Haut. Und die Monster wagen es nicht mehr an mich, ja, zu mir zu gehen. Okay, also, die Monster haben jetzt Angst vor ihm. Die Monster, das können ja auch die Männer einfach gemeint sein. Okay, Father has left me. Mein Vater hat mich verlassen. Er hat mich mit den anderen Leichen verbrannt. Ich hasse ihn. Ich hasse sie alle. Okay. Aliona ist ein bisschen, fühlt sich verlassen. Wahrscheinlich zu Recht. Welcher Vater sperrt denn auch seine Tochter in ein Grab? Das ist schon ziemlich uncool. Selbst wenn es eigentlich nur als Schutz gedacht war. Also mittlerweile bin ich nicht mehr überzeugt, dass wir Aliona sind. Ich glaube, wir sind jemand anderes. Ich dachte erstmal, wir wären Aliona, aber... Ich gehe jetzt aber hier weiter lang. Ich habe keine Ahnung, wenn hier irgendwelche Monster auftauchen, was ich machen soll. Ob ich die einfach mit Pfeil und Bogen erledigen kann. Leider ist die Steuerung ein bisschen schwierig hier. Ist nicht ganz so easy zu wechseln. Meine Fackel ist gerade ausgebrannt. Ja. Okay. Dann halt ohne Fackel. Ja, da ist auch versperrt. Nicht cool. Dann gehen wir tiefer. Ja. Noch tiefer in die Katakomben. Und noch mal eine Etage runter. Yay. Da ist eine neue Fackel. Die nehmen wir natürlich. Und noch eine Notiz. Arkas, Part 5. Ich habe heute Team Maios verbrannt. Es musste im Geheimen geschehen. Ach so, he. Okay, es ist jemand anderes also. Mhm. Ich habe die Knochen selber gewaschen und dann runter in die Akolyten. Ich weiß gar nicht, was auf Deutsch ist. Und dann in den Katakomben verbrannt unter einem anderen Namen. Ich kann nicht riskieren, da nochmal runterzugehen. Aber ich vermisse sie mehr als alles andere. Okay, jemand vermutet, dass einer der niedrigeren Priester sie gestohlen hat. Aber zum Glück hat die Suche noch keinen Erfolg gehabt. Das heißt, sie haben sie noch nicht entdeckt. Die Grünfackeln gibt es bei Ikea, ganz genau. Meine Mutter kommt aus Frankreich. Geistlamm, ja. Wegen dem Lärm in den Katakomben hört der Hund nicht mehr auf zu bellen. Ja, es ist ein bisschen laut hier. Tut mir leid, es ist hier in meinem Wohnzimmer immer ein bisschen laut. Das ist nämlich hier mein Haus und ich hoffe, es gefällt euch. Ihr habt ja Tiatascha und Magia Katakomben. Kannst direkt hier einziehen? Ist doch nett hier, oder nicht, oder? Finde ich schon. Auf jeden Fall. Der Bone Song geht durch Mark und Bein. Oh ja. Genau das tut er. Zum Teufel.
The mark of a slave will set you free, but bands of iron are not the key. Okay. Okay. Also ich muss irgendeinen Sklaven finden wahrscheinlich. Aber die Bänder, die Eisenbänder sind nicht der Schlüssel. Nein, zurück möchte ich gerade nicht. Das ist irgendwie nicht so nett. Hier ist auf jeden Fall irgendwo eine Gefahr. Das sieht da interessant aus. Da ist irgendwie so ein Tümpel oder so. Nee, da möchte ich auch nicht hin. Runterfallen ist gerade auch nicht so cool. Ich weiß nicht, da sieht irgendwie nicht gut aus. Ich glaube, da gehe ich besser auch nicht durch. Ja. Schluchten, ne? Mag ich. Ich gehe einfach hier lang. Okay. Ich bin immer noch gestresst. Herzschlag ist immer noch nicht normal. Kann ich hier wieder an den Ketten ziehen? Nee. Das geht gerade nicht. Also ich könnte jetzt da weitergehen. Glaube ich. Oder ich gehe nochmal kurz zurück. Denn... ja, nicht unbedingt zum Monster, aber da war noch ein anderer Weg, den ich lang gehen kann. Nee. Ich dachte, ich kann da lang gehen. Hier so. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo ich zuerst lang gehen soll. Ob es da irgendwie, ob das irgendwie wichtig ist oder nicht. Ich gehe zuerst. Okay, hier ist nichts mehr. Dann hat sich das ja erledigt. Da muss ich doch da lang gehen. Was ist denn hier los? Wieso hört das denn nicht auf hier? Kann die sich mal bitte beruhigen? Ist doch wieder alles in Ordnung hier. Ist doch alles gut. Redet wieder über Pizza und Essen. Ja. Das Letzte gerade, woran ich denke. Du sollst den Sklaven befreien. Ja, ich weiß, aber ich sehe hier noch keinen, nichts, was ich machen kann. Nichts, womit ich interagieren kann. Das erklärt sich wahrscheinlich dann, wenn ich an der Stelle bin, wo ich das tun will. Holst dir mal starken Tee. Ich will auch starken Tee. Was ist das denn für ein starker Tee? Ich glaube, du kannst mal in der ganzen Runde einen starken Tee mitbringen. Okay. Ja. Immer noch dieser erhöhte Herzschlag. Oh, der ist schön. Das nehmen wir mit. Stimmt, wir haben ja auch nur begrenzt Pfeile. Das habe ich vorhin ganz vergessen. Das können wir nicht anmachen. Hier können wir noch Feuer machen. Aber hier ist sonst nichts mehr, oder? Das da kann ich nicht mitnehmen, okay. Ist hier noch irgendwie eine Notiz oder so? Oder nicht mehr? Nee, ich glaube, hier ist gar nichts mehr. Ich glaube, gleich geht die Fackel wieder aus. Nee. Denn hier war gerade keine zweite Fackel. Oh nein. Jetzt ist sie ausgegangen. Na toll. Yeah!
Katakomben sind unterirdische Gewölbekomplexe, die der Bestattung von Toten dienen. Sie können eine Ausdehnung von mehreren Kilometern erreichen. Ja, danke für die Donation gerade, und für diese interessanten Fakten. Das hat's nicht besser gemacht. Danke, Stefan. Das ist ganz sehr uncool. Der läuft hier noch lang. Kann er bitte weggehen? Ich will weg. Oh mein Gott. Kann ich weglaufen hier? Wo soll ich hin? Oh mein Gott. Ey, der läuft ganz hinter mir hin. Was soll ich denn machen? Das ist uncool! Lass mich in Ruhe! Ah! Ich hab aus Versehen aus dem Spiel rausgekriegt. Ey, was war das denn? Was hätte ich denn machen sollen? Und dann habe ich auch noch aus Versehen aus dem Spiel rausgeklickt. Voll geil. Okay, wo bin ich denn jetzt? Hä, wieder hier? Wieso kann ich mich gerade nicht bewegen? Achso, jetzt. Was sollte ich... was hätte ich machen sollen? Ich bin gelaufen. Ich bin zu langsam gelaufen. Das war der perfekte Zeitpunkt, Stefan. Pfeil und Bogen, bis ich das ziehe. Ich habe es ja versucht. Ich habe auf 2 gedrückt. Aber es hat noch nicht mal reagiert. Ah, nein. Ich wollte das schon mitnehmen. Aber kann ich das auch wegstecken? Kann ich nicht. Ich gehe jetzt einfach nochmal lang.